Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem ich in den letzten 2 Tagen alle Folgen von The Life of Kylie geguckt habe, dachte ich, heute ist mal Zeit, etwas Sinnvolles zu tun. Deswegen nehme ich euch heute mit in meinen Tag. Ich habe jetzt schon Yoga gemacht. Werde kurz mein Zimmer aufräumen, also nicht wirklich, nur mein Bett. Und duschen gehen, essen. Ja, und dann sehen wir weiter. Ein Tutorial, how to bester schwarzer Tee der Welt nach Silvas Rezept. Und zwar ein Beutel Bio-Schwarztee von DM, eine Scheibe Limette, eine Scheibe Ingwer, Agavendicksaft. Bombe. Hallo aus der Zukunft, ich muss mich korrigieren. Gestern habe ich gesagt, der Tee besteht aus Schwarztee, Ingwer und Limette. Aber wenn da noch Minze reinkommt, dann ist er voll und ganz perfekt. Jetzt viel Spaß beim Vlog von gestern. Tschüss, ich gehe jetzt wieder zurück in die Zukunft. Eine Frage, die wir uns oft stellen, ist, warum sind Bio-Bananen in einer Plastiktüte eingepackt? Aldi Nord, was sagst du dazu? Ziemlich dumm. Wofür ich Aldi Nord aber loben muss, ist, dass sie jetzt eine Eigenmarke Sojajoghurt haben. Für Leute, die nicht 2 Euro für Alpro haben, sondern nur 99 Cent für Milka. Ihr seid live dabei beim historischen Moment, in dem ich meine hoffentlich letzte Hausarbeit für dieses Studium abschicke. Ich habe sie mir nicht nochmal durchgelesen, das mache ich nie. Aber mir ist auch die Note egal, Hauptsache ich bestehe diese Kacke. Okay, ich sende jetzt die E-Mail. Das war's. Es fühlt sich befreiend an. Ja, die Deadline war eigentlich der 31.3. Ihr seht, ich bin sehr diszipliniert. Dann... Ich fahre jetzt zur Uni und werfe meine Hausarbeit nochmal ein. Das muss man so machen. Das wisst ihr wahrscheinlich selber. Ja. Und danach gehe ich einkaufen. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Es ist warm. Ich habe nur ein T-Shirt an. Schön. Ich habe gerade die Hausarbeit eingeworfen. Ich wollte es filmen, aber genau in dem Moment kam ein Professor in den Raum, nicht in den Raum, in den Gang. Und dann war es mir doch zu unangenehm irgendwie. Und vor allem hätte ich ja die ganzen Namen blurren müssen von meinen Dozenten, die da stehen. Deswegen dachte ich mir, lass ich es einfach. Ich laufe jetzt den Berg runter, weil es kommt, glaube ich, eh kein Bus. Und das Wetter ist mad nice und mir ist langweilig, weil jetzt habe ich nichts zu tun. Ich habe frei noch eine Woche, fast. Ich muss nicht zum Praktikum. Ich habe meine Hausarbeit abgegeben. Jetzt gibt es nichts zu tun. Jetzt kommt wieder die Langeweile. Und keiner von meinen 3 Freunden ist in der Stadt oder hat Zeit. Das ist übrigens der Fußweg von der Uni in die Stadt. Ich habe aufgehört zu trinken und das triggert mich überhaupt nicht. Viel Krombacher. Ich bin zu blöd, um zu trinken, ey.
stimmt es, dass trockene Alkoholiker kein Malzbier trinken dürfen, oder habe ich mir das ausgedacht? Stimmt ab. Es folgt eine Review zum Oettinger Malzbier. Das habe ich zum ersten Mal getrunken. Es schmeckte mehr nach Bier als nach Malzbier. Also nicht wie Karamalz und auch nicht zu vergleichen mit Vitamalz. Es war lecker, es hat mich sehr an Bier erinnert und ich vermisse Bier. Ich trinke seit 1,5 Monaten kein Bier mehr und auch keinen anderen Alkohol. Dann habe ich gesehen, dass da unter 0,5% Alkohol drin sind. Das heißt, ich habe meine Kein-Alkohol-Phase durchbrochen. Und jetzt ist es egal und jetzt kann ich wieder saufen. Mögt ihr Falafel? Schreibt es in die Kommentare. Eine Antwort wie, ich habe noch nie Falafel probiert, akzeptiere ich nicht. Also bitte probiert also Falafel, bevor ihr einen Kommentar lasst. Ein kleiner Falafel-Fun-Fact. Ich dachte, Falafel wären aus Fleisch, bis ich mit dem Französisch-LK Falafel essen war. Das erste Mal habe ich die gegessen in Köln, in diesem, Scheiße, ich vergesse immer den Namen. Dieser berühmte Falafelladen auf jeden Fall. Es war sehr geil und ich war verliebt. Aber ich wollte es erstmal nicht probieren, weil ich dachte, das wären halt Fleischbällchen. Und ich mag kein Fleisch. Aber es ist einfach die geilste Fleischalternative der Welt. Oh Mann. Ein Bild für die Götter. Ein Dave Pokerface-Hologramm an meinem Fenster. Das ist echt wunderschön. Ach, oh mein Gott. Silver möchte nicht gefilmt werden, deswegen habe ich mal frisch aufgemalt, wie er gerade aussieht. Wir chillen ab im Stew. Falls ihr euch fragt, was das ist, das fragen wir uns auch. Ja, das riecht gut. Sieht aus wie so ein Pfannkuchen, ne? Ich bin gespannt.